Es war einmal ein Drache. Er wollte wissen, wie groß seine Fläche ist. Da halfen wir ihm. Also man nehme zwei Drachen, die die gleiche Größe haben und beschriftet sie an den Diagonalen mit E und F. Dann zerlegst du einen von beiden an den Diagonalen und nimmst die Einzelteile vom bereits zerteilten Drachen und legst sie an den anderen Drachen. Wir berechnen ein Rechteck, also nimmst du Seite mal Seite, hier E mal F. Da wir nur eine Drachenfläche berechnen wollen, teilen wir durch 2. Also rechnen wir A ist gleich E mal F durch 2. Der kleine Drache weiß jetzt, wie es geht und probiert es sofort aus.